Moin ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Der Schmale Smart Life. Hier findet ihr alles rund um das Thema smarte Consumer Electronic und auf meinem Kanal Smart Tech Stuff findet ihr alles rund um das Thema smarte Technik, News und Stuff. Und da gibt es halt auch immer News, wenn es was Neues zu berichten gibt. Und in der Kalenderwoche 2 war einiges los, hier der Zusammenschnitt. Amazon hat das erste Mal bekannt gegeben, wie viele Echo-Geräte sie tatsächlich verkauft haben. Moinsen, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf meinem Kanal Smart Tech Stuff. Hier gibt es smarte Technik, News und den neuesten Stuff, also abonnieren. In der letzten Woche ist etwas Außergewöhnliches passiert, und zwar hat David Limp, das ist der Chef bei Amazon, der dafür zuständig ist, die Geräte, die eigenen hauseigenen Amazon-Geräte zu entwickeln, verraten, dass insgesamt 100 Millionen Geräte verkauft wurden. Das hat er in einem Interview bei The Verge bekannt gegeben. Er hat allerdings nicht gesagt, was für Geräte es sind, also um welche Geräte es sich genau handelt, die verkauft wurden, beziehungsweise The Verge hat einfach keinen Mitschnitt dieses Interviews bis jetzt veröffentlicht. Man weiß also nicht, welche Geräte sind es genau. Auf jeden Fall wurden 100 Millionen Alexa-Geräte verkauft, und das ist eine wahnsinnige Zahl, und es ist halt tatsächlich auch Wahnsinn, dass Amazon sich das erste Mal überhaupt in die Karten blicken lässt quasi, denn bis jetzt hatte keiner irgendwie eine Vorstellung davon, wie viele Geräte sind überhaupt auf dem Markt. Nun ist natürlich die Frage, handelt es sich nur um irgendwelche Echo Dots oder handelt es sich auch um den Fire TV Stick zum Beispiel? Sind eventuell sogar Drittanbieter-Apps oder Drittanbieter-Geräte schon dabei? Das ist halt leider alles noch nicht bekannt, aber man kann auf jeden Fall jetzt davon ausgehen, dass mindestens 100 Millionen Geräte schon verkauft wurden, und das ist natürlich auf jeden Fall enorm. Was bringt uns das neue P30, P30 Lite und P30 Pro? Alles über die neuesten Gerüchte hier jetzt in diesem Video. Was werden uns die neuen Modelle von Huawei wohl bringen? Ich habe mal in die Gerüchteküche reingehört und habe mal die wichtigsten Eckdaten hier so aufgeschrieben. Beim P30 und beim P30 Lite wird es wohl so sein, dass das Display eine Größe von 6 Zoll haben wird und eine Auflösung von HD, Full HD Plus haben wird. Und beide Displays werden wohl eine sogenannte Waterdrop Notch nur noch haben. Das heißt, nur noch die Kamera guckt quasi in so einer tropfenförmigen, ihr könnt meine Hand gar nicht sehen, wenn ich hier male, ne? So eine tropfenförmige Notch wird da nur noch ausgekerbt sein, wo halt tatsächlich nur noch die Kamera drin ist. Dann wird das P30 wahrscheinlich einen Fingerabdrucksensor haben, der auf dem Display, also unter dem Display ist. Das heißt, man entsperrt mit seinem Finger auf dem Display das Handy. Und beim P30 Lite wird man das wohl tatsächlich weggespart haben. Weggespart wohl deswegen, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil Huawei sich wohl beim P30 Lite dafür entschieden hat, halt die alte Technik zu benutzen und halt tatsächlich die alten Sensoren auf die Rückseite des Displays, nein, auf die Rückseite des Handys zu packen, einfach weil da nicht viel entwickelt werden musste. Das wird quasi jetzt von den letzten Geräten weiter benutzt und kostet dadurch natürlich weniger. Außerdem wird das P30 Lite wohl ein etwas dickeres Kinn haben, das heißt, der untere Rand wird etwas dicker sein als beim P30. Das sind soweit die Gerüchte des P30 Lite und des P30. Bleibt natürlich noch das P30 Pro, und das wird höchstwahrscheinlich eine Größe von 6,4 Zoll bekommen und eine Auflösung von WQHD+, also eine noch höhere Auflösung. Der untere Rand des P30 Pro wird wohl auch etwas dicker sein, also das Kinn des Displays wird auch etwas dicker sein. Das sieht man halt schon auf den Leaks der Schutzdisplays. Was man aber auch da sehen kann, ist, dass das Display des P30 Pro anscheinend gebogen sein wird. Das heißt, wie beim S9 oder beim S9 Plus und den ganzen Samsung-Handys mit dem Infinity-Display, so wird halt wohl auch anscheinend das Huawei P30 Pro ein gebogenes Display haben. Der Fingerabdrucksensor wird sich höchstwahrscheinlich beim P30 Pro auch unter dem Display befinden. Was sich allerdings wohl im Handy nicht befinden wird, scheint eine 3D-Gesichtserkennung zu sein, denn an dieser Waterdrop-Notch, die auch beim P30 Pro nur zu finden ist, kann man halt sehen, dass einfach nicht genug Platz dafür da ist, um auch noch einen Sensor für die 3D-Gesichtsmessung unterzubringen. Deswegen schließt die Fachpresse anscheinend daraus, dass halt tatsächlich keine 3D-Gesichtserkennung mit dabei sein wird. Im September wird Apple das iPhone XI bringen, und es gibt neue Leaks, neue Bilder, die wollte ich euch nicht vorenthalten.
bin auf einen Tweet gestoßen von Steve McFly und den möchte ich euch unbedingt zeigen, denn der hat tatsächlich auch in den deutschen Twitter-Bereich übergeschlagen und mehrere Leute haben darauf reagiert und das möchte ich euch, wie gesagt, nicht vorenthalten. Das hat angefangen hier mit diesem Tweet von, wie gesagt, Steve McFly. Da schreibt er: Ich bin zurück vom September 2019 und bringe euch die ersten Bilder des Apple iPhone XI. Und dann zeigt er hier diesen Screenshot bzw. dieses Bild eines angeblichen iPhone XIs mit drei Linsen und hier noch einer Foto-LED. Diese drei Linsen finden einige richtig geil. Ich übrigens fand es auch total cool, als ich das gesehen habe und habe gedacht, Mann, Apple macht es endlich Huawei nach, denn die haben nun mal die beste Kamera auf dem Markt, meiner Meinung nach. Und das da erinnert mich einfach an eine Kamera von Huawei. Und ich denke, cool, machen sie es ihnen endlich nach. Und dann kommt sowas hier, wie auf dem deutschen Markt, dass die Meinung, ich sage es mal etwas vorsichtig, zwiegespalten ist. Denn hier steht zum Beispiel, hier hat zum Beispiel Kilian dann getwittert, oh bitte lass es nicht wahr sein, wo haben wir denn den Tweet? Da, hier, bitte, bitte lass das ein Fake sein, iPhone XI mit Triple-Kamera. Und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, weil ich finde das Design sehr gelungen und ich finde, Apple zieht endlich mal nach mit den anderen Kameras. Und jeder hat ja seine eigene Meinung, von daher Kilian sei seine Meinung natürlich gegönnt. Aber ich habe wirklich gedacht, schade, dass er da nicht mitgeht. Und dann habe ich hier noch ein bisschen weiter runtergescrollt und es stimmen ihm tatsächlich viele zu. Also anscheinend ist das tatsächlich so eine Meinung, so eine Runde, dass das nicht Apple ist. Und eine Sache fand ich halt sehr cool. All About Samsung hat nämlich dann tatsächlich getwittert: Go home, Apple, you are drunk. Und das fand ich wiederum sehr cool, dass sie das so getwittert haben. Musste ich auf jeden Fall ganz laut schmunzeln. Es gibt noch eine andere Vermutung, wie eventuell das iPhone aussehen könnte. Abgesehen hier von diesem Fake-Bild quasi, das halt tausende von Linsen gibt, was ich halt eine sehr lustige Interpretation des ersten Bildes finde. Bring back the old box-type Design, also dieses Design mit den scharfen Kanten, das halt zuletzt beim SE noch zu sehen war und davor halt beim iPhone 5, das wünschen sich halt auch noch viele zurück. Und da ist übrigens zu sehen, dass die Kamera so übereinander drei Linsen haben wird. Drei Linsen scheint irgendwie schon gemachte Sache, da scheint sich der Fachmarkt einig zu sein. Die Frage ist halt wirklich, wie werden sie angelegt? Lasst uns da mal bitte drüber diskutieren und schreibt mir mal hier in die Videokommentare oder auch auf meinen Tweet zu diesem Thema, was ihr davon haltet. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Findet ihr, dass Apple jetzt zu weit geht und Huawei kopiert? Oder findet ihr das eine coole Idee, dass sie endlich nachziehen und endlich mal die Chance auch auf eine super Kamera haben? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr darüber denkt. Jetzt ist es passiert, Google zieht nach und setzt Amazons Mitteilung nochmal einen drauf. Google konnte es einfach nicht auf sich sitzen lassen. Gerade hat Amazon nur gemeldet, dass sie 100 Millionen Geräte auf den Markt gebracht haben. Da meldet Google, dass sie 1 Milliarde erreicht haben werden, und zwar Ende Januar 2019. Nun muss man faireshalber sagen, bei Google geht es tatsächlich um den reinen Assistenten, also um die Erreichbarkeit des Assistenten, sprich jeder Android-Besitzer ist mindestens schon mal ein Google-Assistent-Besitzer und das treibt natürlich die Zahlen auf jeden Fall unheimlich in die Höhe. Im Moment scheint also das Rennen um den Platzhirsch wirklich entschieden zu sein und ich denke, Google hat ganz schöne Nummer vorgelegt jetzt auf jeden Fall. Sie haben auch noch ein paar andere statistische Daten geliefert. Wen das interessiert, das werde ich mal eben kurz ablesen. Die konnte ich nämlich nicht alle auswendig lernen. Aber da heißt es bei Google Watch Blog Ende Januar, wie gesagt, 1 Milliarde Geräte. Jedes siebte zu Weihnachten gekaufte Google Home Gerät war ein Google Home Hub. Außerdem wurden 16 Millionen Rezepte abgerufen. Es wurden 100 Millionen Fotos angesehen und hunderte Millionen Minuten Musik und Videos abgespielt und mehr als 10.000 Smart-Home-Geräte von 1.600 Herstellern sind mit dem Assistenten kompatibel, 600% mehr als im Vorjahr. Also das sind auf jeden Fall Zahlen, damit kann man sich sehen lassen und da wird Amazon es jetzt tatsächlich schwer haben, da nochmal nachzuziehen.
Was haltet ihr davon? Schreibt mal unten in die Videokommentare oder hier in meinen dazu passenden Tweet. Welches Team seid ihr? Seid ihr Team Google oder Team Amazon? Ich finde ja, dass der Sprachassistent Alexa, also Echo, doch noch besser funktioniert. Ich kann mich noch nicht hundertprozentig mit dem Google-Assistenten anfreunden. Was haltet ihr davon? Sagt mal eure Meinung. Die Ereignisse überschlagen sich und plötzlich kommt so richtig Fahrt auf bei den faltbaren Displays. Um ein faltbares Display handelt. Ich hatte gestern vermutet, dass Samsung das macht, weil sie halt vor Huawei ihr erstes... Gestern habe ich in einer Breaking News darüber berichtet, dass Samsung wohl noch vor dem MWC ihr Telefon vorstellen wird. Einmal die S-Reihe, das S10 vermutlich, und dann wahrscheinlich auch noch ein geheimes Jubiläumstelefon, denn Samsungs Telefon-Smartphone-Reihe wird nun 10 Jahre alt. Ich selber vermute, dass es sich dabei um ein faltbares Display handelt und Samsung möchte das bestimmt vorstellen, bevor Huawei auf dem MWC dann nämlich sein faltbares Display vorstellt. Das hatten die nämlich angekündigt. Gestern habe ich, wie gesagt, vermutet, dass Samsung damit allen zuvorkommen möchte und die Ersten sein wollen, die das faltbare Display auf den Markt bringen. Und jetzt passiert Folgendes. Royalty hat das Flex Pi auf den Markt gebracht und gestern vorgestellt der breiten Öffentlichkeit. Ihr könnt hier das Ganze schon auf der Homepage von Royalty auch sehen. Da sieht man, das Display ist faltbar. Es hat einmal ein Seitenverhältnis, wenn man es knickt, von 16:9 und einmal von 18:9. Und wenn man das Ganze ausklappt, dann hat man eine Größe ungefähr eines 7-Zoll-Displays. 7,8 Zoll sind es sogar. Und dieses Telefon ist nun tatsächlich vorgestellt worden. Das bedeutet, Samsung ist nicht der erste Hersteller, der ein faltbares Display quasi in Marktreife vorstellt. Und das dürfte noch einige Bewegung auf den Markt bringen. Ich bin gespannt, ob Samsung da vielleicht noch nachbessert. Ich bin wirklich gespannt, wie toll das Display aussehen wird. Denn wenn wir uns Royalty nochmal anschauen, dann seht ihr, dass das Ganze doch noch recht dick ist. Wenn ihr das Handy zusammenfaltet, dann ist das halt hier wirklich wie so ein dickes Buch in der Hand. Aber als Tablet ist es natürlich ganz cool und ich bin jetzt mal gespannt, was Samsung auf den Markt bringt, ob das Ganze vielleicht etwas dünner ist. Die Ereignisse überschlagen sich und plötzlich kommt so richtig Fahrt auf bei den faltbaren Displays. Gestern habe ich in einer Breaking News darüber berichtet, dass Samsung wohl noch vor dem MWC ihr Telefon vorstellen wird. Einmal die S-Reihe, das S10 vermutlich, und dann wahrscheinlich auch noch ein geheimes Jubiläumstelefon, denn Samsungs Telefon-Smartphone-Reihe wird nun 10 Jahre alt. Ich selber vermute, dass es sich dabei um ein faltbares Display handelt und Samsung möchte das bestimmt vorstellen, bevor Huawei auf dem MWC dann nämlich sein faltbares Display vorstellt. Das hatten die nämlich angekündigt und Samsung möchte einfach nochmal allen die Show stehlen, beziehungsweise ist halt wahrscheinlich unsicher oder möchte sicher gehen, dass halt auf dem MWC ihr Flaggschiff nicht untergeht und deswegen haben sie wohl tatsächlich den Release, das Vorstellen des Handys, um eine Woche vorverlegt und planen es halt am 21. Februar vorzustellen. Gestern habe ich, wie gesagt, vermutet, dass Samsung damit allen zuvorkommen möchte und die Ersten sein wollen, die das faltbare Display auf den Markt bringen und jetzt passiert Folgendes. Royalty hat das Flex Pi auf den Markt gebracht und gestern vorgestellt der breiten Öffentlichkeit. Ihr könnt hier das Ganze schon auf der Homepage von Royalty auch sehen. Da sieht man, dass das Display ist faltbar. Es hat einmal ein Seitenverhältnis, wenn man es knickt, von 16:9 und einmal von 18:9. Und wenn man das Ganze ausklappt, dann hat man eine Größe ungefähr eines 7-Zoll-Displays. 7,8 Zoll sind es sogar. Und dieses Telefon ist nun tatsächlich vorgestellt worden. Das bedeutet, Samsung ist nicht der erste Hersteller, der ein faltbares Display quasi in Marktreife vorstellt. Und das dürfte noch einige Bewegung auf den Markt bringen. Ich bin gespannt, ob Samsung da vielleicht noch nachbessert. Ich bin wirklich gespannt, wie toll das Display aussehen wird. Denn wenn wir uns Royalty nochmal anschauen, dann seht ihr, dass das Ganze doch noch recht dick ist. Wenn ihr das Handy zusammenfaltet, dann ist
ist das halt hier wirklich wie so ein dickes Buch in der Hand. Aber als Tablet ist es natürlich ganz cool. Und ich bin jetzt mal gespannt, was Samsung auf den Markt bringt, ob das Ganze vielleicht etwas dünner ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin mal gespannt, wie euch das Thema Faltdisplays interessiert. Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Und wer das Vögelchen gefunden hat, darf es gern behalten und mir auf Twitter folgen. Und wer in die Kommentare als erstes schreibt, wo das Vögelchen zu finden ist, der bekommt von mir ein Herz. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann.